Häuser, das Frühstück wartet. Herr Häuser? In der Frühe immer so gerne die Rehe geguckt. Der saß da so zufrieden. Er hatte bestimmt keine Schmerzen. Er liebte so Frank Zappa. Wie schade, dass er ihn in seinen letzten Minuten nicht hören konnte. Gut. Dann lasse ich jetzt unsere Frau Doktor kommen, dass sie den Totenschein ausstellt, ja? Nichts da. Wir müssen die Polizei alarmieren. Lorenz Häuser ist ermordet worden. Was soll denn das heißen? Aber er sieht doch so friedlich aus. Seht ihr? Lorenz ist auch meiner Meinung. Ihr beide überwacht ihn. Ich rufe die Polizei. Ein Dr. Hollerbach, er sagt, es ist dein Onkel, dringend. Ja? Jonas hier. Warum muss ich dir eigentlich hinterher telefonieren? Keiner zwingt dich, mich anzurufen. So, und bei wem soll ich sonst einen Mord melden? Du kommst auf der Stelle her, bevor der Leiche noch was zustößt. Ende. Hallo? Habe ich was falsch gemacht? Fällt es mir besser. Was wollte dein Onkel? Du, das ist ein Onkel dritten Grades, allerhöchstens. Er glaubt, in seinem Altersheim ist jemand ermordet worden. Und was ist davon zu halten? Keine Ahnung, also wir hatten jetzt länger keinen Kontakt, aber er neigt bisweilen zur Übertreibung. Du solltest es trotzdem mal ansehen. Oh, kann das nicht Matti machen? Matti kommt heute später, der ist beim Zahnarzt. Und was ist mit der neuen Kollegin? Sag mal, wo bleibt die eigentlich? Darf ich vorstellen, Hanna Bergmann, Jonas Fischer, wir duzen uns hier. Prima. Hi, Jonas. Morgen. Ja, tut mir leid, aber Köln ist anscheinend die einzige Stadt in Deutschland, in der man nicht links abbiegen darf. Ich habe keine Ahnung, wo ich überall war. Das kenne ich. Dafür gibt es ja heutzutage Navigationsgeräte. Ja, und es gibt auch Leute, die ohne so ein Ding ihr Auto gar nicht erst wiederfinden. Wo kann ich denn meine Sachen lassen? Auf Sophias Schreibtisch. Nimm Hanna mit. Sein Onkel hat einen Mord gemeldet. Ach, das kann ich wirklich alleine erledigen. Kannst gerne mitkommen. Jedenfalls cool. 10 Minuten im Job und schon der erste Mord. 30. Wie bitte? 30 Minuten im Job, die Verspätung mit eingerechnet. Außerdem steht noch nicht fest, ob es sich um einen Mord handelt. Aber ich dachte, dein Onkel... Das ist überhaupt nicht mein richtiger Onkel. Das ist der Stiefbruder eines Cousins meiner Mutter. Ach so, na, Stonkel. Was? Na, Stiefonkel, Stonkel. Jedenfalls scheinst du ihn ja nicht sehr zu mögen. Wie ist er denn so? Der war mal Richter am Oberlandesgericht. Jetzt ist er nur noch ein notorischer Rechthaber. Guten Tag, ich bin Sibylle Bauer, ich leite Haus Hohenfels. Das ist Frau Dr. Felleisen. Ich bin hier die zuständige Ärztin. Fischer von der Kripo Köln, das ist die Kollegin. Was genau ist denn passiert? Ein Bewohner ist verstorben, was in einer Altersresidenz ja nun leider nichts Ungewöhnliches ist. Allerdings kann ich keinen Totenschein ausstellen, da mir von einem wild gewordenen Heimbewohner der Zugang zur Leiche verwehrt wird. Ja, er will sich partout nicht davon abbringen lassen, dass hier ein Mord begangen wurde. Ja, ich weiß. Dann führe ich Sie mal in die Kapelle, ja? Bitte schön. Wurde auch Zeit. Dir auch einen guten Tag. Und, wer ist deine hübsche Kollegin? Hanna Bergmann. Genau. Freut mich. Den Namen deiner Kollegin solltest du schon kennen. Ich bin ganz frisch im Team. Frisch ist immer gut. Ich bin nicht nur frisch, ich bin auch bewaffnet. Ja, wo ist denn jetzt der Ermordete?
Mach dich nur lustig. Er hat sich weiter nicht bewegt. Das sind Herr Voss und Frau Stockhaus. Sie haben die Leiche bewacht. Ja, gut. Ich kann jetzt auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Da sieht man mal wieder, was die heutige Polizeiausbildung wert ist. Herr Dr. Hollerbach, würden Sie jetzt endlich zur Sache kommen? Das ist doch erbärmlich, den armen Toten so anzustarren. Herr Häuser war Chefbuchhalter eines Energiekonzerns und für seine Genauigkeit berüchtigt. Ja, und ich sehe keinen Einschuss, keine Stichwunde und auch sonst nichts, das auf ein Fremdeinwirken hindeutet. Das sage ich doch. Ich würde die Leiche nun gerne einsagen und abtransportieren lassen. Nichts da, Frau Doktor. Lorenz Häuser ist voller Fremdeinwirkung. Vom Hals bis zu den Füßen. Erstens ist sein Helm falsch geknöpft. Außerdem hat er seine Schnürsenkel nach Buchhalterart immer mit Doppelschleife gebunden. Und jetzt, wie Sie sehen, ist es nur eine. Sie meinen also, jemand hat einen nackten Mann angezogen und ihm die Schuhe falsch zugebunden? Ich habe nicht gesagt, dass er nackt war. Wenn jemand angezogen wurde, dann war er doch vorher ausgezogen, oder? Vermutlich wurden die Kleider gewechselt, damit der Täter Spuren verwischen konnte. Dann hat er ihm das Fernglas umgehängt und ihn auf seine Lieblingsbank gesetzt, um den Eindruck zu erwecken, er sei beim Rehegucken verstorben. Mein Gott, das wird ja immer abstruser. Aber ja, der war öfter draußen und hat den Wildwechsel beobachtet. Und das wusste hier jeder. Oder? Na, Bea. Ja, Lorenz Häuser liebte die jungen Rehe. Wildwechsel, junge Rehe, das ist doch wirklich... Ich werde mir mal den Fundort ansehen. Nehmen Sie Dorle mit, sie hat ihn gefunden. Das nenne ich Tatkraft. Und ich nenne das ohne Grund die Rehe scheu machen. Ich habe noch immer alles herausgefunden. Oder, meine Damen? Ja, also, hier hat er gesessen. Das sind ja eine Menge Fußspuren. Ach so, ja, als ich ihn mit dem Rollstuhl ins Haus gefahren habe, da waren seine Freunde mit dabei. Das ist seine Suite. Wann hast du Lorenz Häuser denn das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Ich habe mit ihm und Erwin nach dem Abendessen noch ein wenig in seinem Zimmer gepokert. Da war er noch voll bei der Sache. Richtig, der war hellwach. Wie immer beim Pokern. Und seine Kleidung saß tipptopp. Aber es war dieselbe Kleidung, die er jetzt anhat. Weiß nicht genau. Zumindest ähnlich. Der Lorenz, der sah immer irgendwie gleich aus. Ich merke mir nicht, was Männer anhaben. Ja, du interessierst dich mehr für kurze Röcke. Was dagegen? Das hält mich jung. Wer waren denn seine Freunde im Heim? Das ist kein Heim, das ist ein Domizil. Da legen unsere Gäste sehr viel Wert drauf. Wahrscheinlich auch die Geschäftsleitung. Mit wem war er so zusammen? Ja, meistens eigentlich mit Dr. Hollerbach und Erwin Voss. Die haben immer sehr gerne gepokert. Und was war er so für ein Mensch? Charmant, höflich. Mich hat er immer an Sean Connery erinnert. Ach so, und er liebte Frank Zappa. Früher ist er ihm sogar zu Konzerten hinterher gereist. Hatte er Verwandte? Nee, so viel ich weiß, hat er niemanden mehr, wie die meisten unserer Gäste. Bis wann ging denn eure kleine Pokerrunde? Gegen 21:45 haben wir das Spiel beendet und dann sind Erwin und ich gegangen. Das stimmt, wir sind draußen auf dem Gang und dann jeder in sein Zimmer. Und hatte Herr Häuser noch was vor? Wenn ich das wüsste, wäre ich dem sicher schon nachgegangen. Ja, das glaube ich. Okay. Dann werde ich jetzt die Leiche abholen lassen. Dann wäre ich gern bei der Obduktion dabei. Träum weiter. Wenn wir was finden, dann melden wir uns bei dir. Und ob ihr was finden werdet. So ist brav. Sie werden nichts finden. Dass wir die Polizei im Haus haben, das stört dich wohl gar nicht. Tina, jetzt reiß dich mal zusammen. Die Sache mit Lorenz Häuser wird sich in Luft auflösen. Und Hollerbach? Hast du sein Grinsen gesehen? Der grinst viel, wenn der Tag lang ist. Ah, ich habe gehört, du warst unterwegs in wichtigen Familienangelegenheiten. Familie. Er ist der Stiefbruder eines Cousins meiner Mutter. Und für seine Eskapaden berüchtigt. Ah, dann ist er sozusagen dein Stonkel. Hi. Hey. Oh. Hanna Bergmann, die Vertretung für Sophia. Ah, okay. Ich bin Matti.
Hallo, Hanna. Hallo. Magst du auch einen Tee? Nee, lieber nicht. Ich hatte gerade eine Wurzelbehandlung, weißt du? Können wir weitermachen? Ja, wir waren bei deinem Stonkel. Also ich finde ihn ja eigentlich ganz nett. Das würdest du garantiert nicht, wenn du ihn seit über 30 Jahren bei Familienfeiern ertragen müsstest. Dieser Mann ist eine unerträgliche Nervensäge. Ja, und warum? Naja, er hat zum Beispiel gerne mal seine Urteile in Schüttelreimen vorgetragen. Als Schüttelreim? Beim Zahnarzt in den Wartezimmern hört man nicht nur zarte Wimmern. Er war nie verheiratet und sein Leben lang hinter jedem Rock her, was sich nicht großartig geändert hat, wenn ich das richtig beobachtet habe. Das war so ein richtiger Weiberheld, ja? Na, da bist du ja wirklich nicht mit ihm verwandt. Jonas, Philipp wartet in der Pathologie. Oh, kann ich da mit? Ach, sehr, sehr gerne, ja. Das ist Hanna Bergmann, sie vertritt Sophia. Ich bin Dr. Kraft, Sie können auch Philipp zu mir sagen. Hi, Philipp. Kann ich dann auch jetzt, also Hanna, also duzen wir uns? So? Klar. Super. Ganz super. So, was ist los? Lorenz Häuser weist keinerlei äußere Verletzungen auf. Im Übrigen war er kerngesund. Und warum ist er dann jetzt tot? Er starb an einem plötzlichen Atem- und Herzstillstand, hervorgerufen durch eine Belladonna. Belladonna? Ja, das bedeutet schöne Frau. Philipp, das weiß ich auch. Ja, dann weißt du ja vielleicht auch, dass ihr Vorname Atropa ist. Altgriechisch Atropos, die Schicksalsgöttin, die den Lebensfaden durchschneidet. Könntest du für einen Moment deinen Bildungsauftrag vernachlässigen und mir sagen, was Sache ist? In seinem Magen habe ich das Gift der Atropa Belladonna gefunden. Besser bekannt als Tollkirsche. Ach, und die ist ganz toll giftig. Dein Onkel hatte recht. Er ist nicht mein Onkel. Wie auch immer. Ein Merkmal einer Tollkirschenvergiftung sind die stark geweiteten Pupillen. Deswegen war das Atropin im Übrigen im Barock so beliebt bei adligen Frauen. Denn damals galten dunkle Augen als begehrenswert. Wobei ich persönlich, also heute hier und jetzt, eindeutig ein schönes Blau vorziehen würde. Danke, Philipp. Und wie kommt diese schöne Frau jetzt in Herrn Häusers Körper? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder in Gestalt von Gebäck oder von einem hochprozentigen Alkohol. Vermutlich ein rauchiger oder besser gesagt torfiger Whisky. In Häusers Zimmer waren einige Flaschen Whisky. Die sollten wir uns mal näher ansehen. Mhm. Wann ist er denn gestorben? Nach meinen Berechnungen so gegen Mitternacht. Es gibt da allerdings ein Problem. Die Dosis an Tollkirschengift, die ich bei Häuser gefunden habe, reicht eigentlich nicht aus, um einen gesunden Mann wie ihn zu töten. Allerdings dürfte sie schon ziemlich starke Halluzinationen bei ihm hervorgerufen haben. Ja, und was heißt das jetzt? Naja, vielleicht wurde ihm noch was anderes eingeflößt. Um das herauszufinden, muss ich allerdings weitere Tests machen und das braucht Zeit. Es gibt für einen Pathologen nichts Schwierigeres als der Nachweis eines Gifts. Jo, dann halte ich ran, statt der neuen Kollegin schöne Augen zu machen. Ja, okay, mein Onkel hatte recht, Lorenz Häuser wurde ermordet. Aber wer hat ihm die Tollkirschen verabreicht und wo wurde er getötet? Und warum hat der Täter ihn angeblich angezogen, bevor er ihn ins Freie gebracht hat? Ist das denn gesichert? Ja, Jonas Onkel meint ja. Vanessa soll seine Vermögensverhältnisse checken und ob es Erben gibt. Und du sprichst mit seinen Freunden und Bekannten aus dem Altenheim. Das ist kein Heim, das ist ein Domizil für reiche Rentner. Ja, wie auch immer. Und du durchsuchst mit Matti sein Zimmer. Ob da eine Belladonna ihr Unwesen getrieben hat? Geht klar. Er hat tatsächlich nur das Nötigste in seiner Hausapotheke. Alles nur Sepper. Hä? Ja, die ganze Sammlung. Sepper, Sepper, Sepper. Hey there, Oldschool. Ja, es gilt auch für seine Lieblingsgetränke. Das sind alles hier so torfige Whisky-Sorten. Die werde ich mal toxikologisch untersuchen lassen. Es sei denn natürlich, du willst selber noch mal testen. Nee, lass mal, ich bin mehr die Pilzfraktion. Wuppert-Assi. Das Bett sollte auch nach Spuren untersucht werden. Ja. Vielleicht hat er ja wirklich nichts an, bevor man ihn zur Lichtung brachte. Da sieh mal einer an. Eine Biografie. Und was für eine. Für den letzten Gentleman viel Spaß beim Lesen, lieber Lorenz Dorle. Wer ist Dorle? Dorle Leitner. Das ist die Pflegerin, die seine Leiche gefunden hat. Tollkirsche, und das war's?
Sei denn, du hast noch was in petto. Was soll denn die Frage? Weißt du, ob hier irgendwo Tollkirschen wachsen? Das herauszufinden ist ja wohl deine Aufgabe. Genau. Wir sind doch keine Pflanzenkundler. Aber der Täter. Und Tollkirschen lernt man bereits in der Schule kennen, weil sie ja so giftig sind, ne? Können wir? Ja, gleich. Hatte Herr Häuser mit irgendjemandem hier ein intimes Verhältnis? Du meinst Sex? So nennt man das wohl, ja. Und warum sagst du es dann nicht? Was brauchen wir? Sex? Wir spielen Golf, was, Bea? Außerdem sind wir aus dem Alter raus, in dem man mit erotischen Abenteuern prahlt. Mit dem Alter wächst die Diskretion. Das stimmt. Diskretion ist eine Tugend. Trennesser. Haben die beiden was miteinander? Das will ich nicht hoffen. Wir sind verlobt, Frau Stockhaus und ich. Aha. Sagen Sie, was haben Sie eigentlich nach der Pokerrunde gemacht? Ich habe gelernt, um müde zu werden. Und was? Den Kirschner. Das Handbuch des Deutschen Bundestages. Das lernen Sie auswendig? Ja. Ich war nämlich 30 Jahre lang Saaldiener im Deutschen Bundestag. Es gehörte zum Standardrepertoire, die Namen jedes einzelnen Abgeordneten zu kennen. Ja, ich habe ihm das Buch zu seinem 70. geschenkt. Mit einem Foto von Ihnen? Mhm. Ja, hat er mich drum gebeten. Sie wissen ja, dass persönliche Beziehungen zu unseren Gästen unerwünscht sind, nicht, Frau Leitner? Ja, aber das war keine persönliche Beziehung. Für den letzten Gentleman viel Spaß beim Lesen, lieber Lorenz Dorle. Also es klingt für mich schon sehr vertraut. Mein Gott, ich habe einem netten Menschen ein nettes Geschenk gemacht. Mehr war da nicht. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich war auf meinem Zimmer. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe Ihnen gestern Abend noch den Tagesplan für heute vorbeibringen wollen und da waren Sie nicht da. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich war kurz mal weg. Waren Sie bei Lorenz Häuser? Nein. Ich war in der Kapelle. Um eine Beichte abzulegen? Nein, ganz sicher nicht. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen meine Ruhe haben. Was glauben Sie eigentlich, dass ich ein Verhältnis mit einem 70-Jährigen hatte oder was? Warum nicht? Charmant, höflich, er erinnert mich an Sean Connery. Ihre Worte. Da war aber nichts. Außerdem habe ich ihn ja wohl gefunden. Das schließt nicht aus, dass Sie ihn getötet haben. Und warum? Ich meine, ich hab überhaupt keinen Grund. Naja, Lorenz Häuser war sicher kein armer Mann. Jetzt bin ich noch eine Erbschleicherin, oder was? Das beweisen Sie mir bitte erstmal, ja? So, ich würde jetzt gerne gehen. Ich habe noch zu tun. Sicher? Aber halten Sie sich für weitere Befragungen bereit. Trauen Sie Ihrer Mitarbeiterin eine solche Tat zu? Also hätten Sie mich das gestern gefragt, hätte ich Nein gesagt. Aber wer weiß schon, was in einem Menschen vor sich geht, nicht? Jetzt trink doch nicht so viel. Musste es ausgerechnet ein Foto von dir sein? Mann, er hat mich so lieb darum gebeten, ich konnte nicht Nein sagen. Oh, diese Polizistin, die verdächtigt mich. Was mache ich denn jetzt? Ich kläre das mit meinem Neffen. Ja? So gefällst du mir. Na, dann ist mir gut. Lorenz Häuser wurde ermordet. Wie konnte das passieren? Das weiß ich doch nicht. Und woher wusste es Hollerbach? Keine Ahnung. Vermutlich ein Glückstreffer. Und wenn er ein Spiel mit uns treibt? Der Hollerbach, der schnüffelt doch überall herum. Ich habe immer noch alles herausgefunden. Das waren seine Worte. Was schlägst du vor? Ich weiß nicht. Ich habe nur solche... Du wirst jetzt nicht die Nerven verlieren, ist das klar? Ja. Gut. Morgen. Morgen. Boah. Du siehst aber aus, als hättest du die ganze Nacht durchgemacht.
Ja? Ja. Habe ich auch. Hat es sich wenigstens gelohnt? Hast du Ergebnisse für uns? Na, das kann man wohl sagen. Ich habe ja bereits angedeutet, dass die Tollkirschen-Dosis nicht alleine für Häusers Tod verantwortlich war. Und was hatte er noch intus? Sildenafil. Besser bekannt als Viagra. Ach. Die Dosis lag mehrfach über der empfohlenen Menge. Das kann natürlich jetzt zweierlei bedeuten. Entweder Lorenz Häuser hatte noch so richtig was vor. Oder jemand hat ihm das Zeug ohne sein Wissen eingeflößt. Das kann ich nicht beurteilen. Fest steht nur, dass die Tollkirsche in Verbindung mit der Überdosis Potenzmittel ihn getötet hat. Weiter schlafen. Hallo, ich bin Vanessa Haas. Willkommen im Team. Hanna Bergmann, hallo. Hallo, freut mich. Also, Lorenz Häuser hat sich laut seiner Krankenkasse weder Viagra noch etwas Vergleichbares verschreiben lassen. Naja, vielleicht war ihm die ganze Sache einfach peinlich und er hat sich das über den Schwarzmarkt besorgt. Das läuft ja meistens übers Internet. Ach ja? Lorenz Häuser hat aber gar keinen Computer. Hm. Er hinterlässt ein Barvermögen von 97.000 Euro und ein Mehrfamilienhaus in Köln-Porz, wert ca. 1 Million Euro. Und das alles ohne Testament und Erben. Dann fällt Dolle Leitner als mögliche Erbin aus? Sie wird zumindest nirgendwo erwähnt. Ich habe mir seine Kontoauszüge angesehen und da eine interessante Barabhebung gefunden. Vor 2 Monaten über 5.000 Euro mit dem Vermerk Darlehen e.V. E.V.? Was heißt das? Eingetragener Verein, oder? Das könnte die Abkürzung für Erwin Voss sein, sein Pokerkumpel. Ich habe mich ohnehin schon gefragt, wie sich ein ehemaliger Saaldiener des Bundestags ein solches Domizil leisten kann. Du meinst, er hat einen Kredit aufgenommen, um seine Miete zu bezahlen? Das sollten wir ihn einfach mal fragen. Und Matti soll sich sein Apartment anschauen. Ja, Lorenz hat mir 5.000 Euro geliehen. Und wofür? Ich habe das Geld für ein Verlobungsgeschenk benötigt. Ein Ring für Bea Stockhaus. Sie haben den Verlobungsring auf Pump gekauft? Das Domizil frisst meine ganze Pension auf. Obwohl ich mir nur ein Nordzimmer leiste. Eine Frau wie Bea, die hat ihre Ansprüche. Wann hätten Sie das Geld zurückzahlen sollen? Morgen. Aber ich hatte um Aufschub gebeten. Und wie hat Lorenz Häuser darauf reagiert? Unnachgiebig. Er hat gedroht, mich bei Bea zu verpfeifen und ihr das mit dem Ring zu verraten. Die Angst müssen Sie jetzt nicht mehr haben. Und Ihre Schulden sind Sie auch los. Damit haben Sie ein Motiv. Ich habe ein Alibi. Ich habe doch im Kirschner gelernt. Sie können mich abhören. Bis von der Leyen bin ich gekommen. Ich fürchte, das wird nicht ganz reichen, um Sie zu entlasten. Kennen Sie Bea Stockhaus schon länger? Ja. Ich habe ihr im Bundestag immer das Wasser hingestellt. Ich war ja da Saaldiener, während sie Abgeordnete war. Für Frauenfragen. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ich bin ins Domizil gezogen, um ihr nahe zu sein. Sonst wäre das mit uns ja nie was geworden. Ist das Ihr Ernst? Ich meine immer alles ernst. Ein Saaldiener lügt nicht, Berufskrankheit. Die haben wir gefunden. In seinem Eierbecher. Haben Sie ein Rezept dafür? Nein. Ich habe die gewonnen. Beim Pokern. Ich wollte sie mir für die Hochzeitsnacht aufheben. Sie haben um Viagra gespielt, statt um Geld. Lorenz und ich haben schon um Geld gespielt. Und wer hat die Pillen eingesetzt? Der dritte Mann. Du schon wieder? Ja, allerdings. Wir haben eben erfahren, dass du deine Pokerschulden bezahlt hast mit... Ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Hm. Verräter. Ich habe deinen Namen nicht erwähnt. Ja, das stimmt. Es war allerdings nicht besonders schwer, ihn zu erraten. Womit wir bei Lorenz Häusers vollständiger Todesursache wären. Du willst doch nicht etwa andeuten, dass ich damit was zu tun habe. Ich will nur andeuten, dass wir der Sache genau nachgehen. Und deswegen kommst du jetzt mit. Einmal Saaldiener, immer Saaldiener. Ich kümmere mich dann um deine Golftasche. Und wegen Diskretion ist deine Berufskrankheit. Ich bin enttäuscht, Erwin. Sehr enttäuscht. Laut Auskunft deiner Krankenkasse hast du im letzten Monat pro Tag eine Pille verschrieben bekommen. Also entweder du bist ein Dauerschlucker. Blödsinn.
Ich komme noch sehr gut ohne Papas Little Helper aus. Oder du betrügst deine Krankenkasse, um deine Pokereinsätze mit Potenzmitteln zu bestreiten. Ja, 20 Euro Gegenwert das Stück. Manche von uns können halt nicht mehr ohne. So wie Lorenz Häuser. Was Lorenz noch konnte oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Gut, fassen wir zusammen. Richter AD Paul Hollerbach ist ein Dealer. Was heißt der Dealer? Wir haben nur gepokert und der Lorenz hatte einen Lauf unglaublich. Ja, weiter, was ist dann passiert? Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Gute alte Pokertradition. All in. Basel. Ich gehe mit. Ich hatte 3 Neuner und Alorenz ein Full House. So haben die 20 Pillen den Besitzer gewechselt. Und das Spiel war vorbei. So, warum haben wir dann bei Häuser keine weiteren Pillen gefunden, außer denen, die er intus hatte? Ich habe die 17 Pillen vor Auftauchen der Polizei an mich gebracht. Allein schon, um das Andenken an den toten Häuser nicht zu beflecken. Mit wem hatte Häuser denn ein Verhältnis? Oder für wen hat er diese Pillen gebraucht? Das weiß ich nicht. Was ist denn mit dieser Pflegerin? Dorle Leitner. Häuser und Dorle unmöglich. Für die Dorle lege ich meine Hand ins Feuer. Ach, die ist doch längst verbrannt. Wir wissen, dass Dorle Leitner Lorenz Häuser ein Foto von sich mit Widmung vermacht hat. Da könnte man schon denken, dass da mehr war. Die Dorle hat mit dem Häuser nichts gehabt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also mir reicht's jetzt. Es gibt ein Verfahren wegen Verbreitung rezeptpflichtiger Medikamente. Außerdem wegen Behinderung unserer Ermittlungen und vermutlich noch wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Was? Ich bin dein Onkel. Nee, bist du eben nicht. Du bist nur mein Stonkel, wie man mir erklärt hat. Streng genommen sind wir beide nämlich überhaupt nicht miteinander verwandt, Herr Dr. Hollerbach. Was ist los? Hast du deinen Schnaps vergessen? Häusers Bett war schon frisch bezogen und die alten Laken bereits in der Wäscherei. Also nichts. Und die toxikologische Untersuchung der Whiskyflaschen hat auch nichts ergeben. Die stinken zwar nach Rauch, sind aber nicht vergiftet. Das heißt, Häuser muss das Gift anders verabreicht worden sein. Und zwar nach der Pokerrunde und vor Mitternacht. Wissen wir eigentlich schon, wer sein Vermögen geerbt hat? Da kümmere ich mich jetzt mal weiter drum. Also wenn er wirklich so akkurat war, dann wird er doch Vorsorge getroffen haben. Ja, das sehe ich auch so. Hallo. Hast du mit deinem Neffen gesprochen? Ich habe jetzt wirklich andere Sorgen, Dorle. Aber du hast es versprochen. Ja, gut. Morgen. Soll ich nicht später noch zu dir kommen? Dazu bin ich zu müde. Ja, wir können ja nur kuscheln. Dafür bin ich noch nicht alt genug. Was ich jetzt brauche, ist frische Luft. Gab es 5 Todesfälle im Domizil, die alle eine interessante Parallele aufweisen. Keiner der Verstorbenen hatte einen rechtmäßigen Erben. Genau wie Lorenz Häuser auch. Worauf willst du hinaus? Naja, eigentlich wäre ja das Vermögen dieser Leute an den Staat gefallen. Ach, lass mich raten, der ging leer aus. Genau, denn deren Vermögen wurde im Todesfall an eine private Stiftung übertragen, die ihren Sitz in Österreich hat. Österreich, das ist ein Paradies für private Stiftungen. Da kann man sich als Gründer selbst als Begünstigter einsetzen. Das heißt, man stiftet das Geld quasi in die eigene Tasche. Ja, genau so ist es. Was ist das für eine Stiftung? Die nennt sich Vitae Gaudium. Ja, das ist Latein und heißt so viel wie Lebensfreude. Oh, vielen Dank. Gegründet wurde sie von Sibylle Bauer. Der Leiterin von Haus Hohenfels. Mhm. Und im Stiftungsrat sitzt Dr. Tina Felleisen. Ach was, unsere zweite Bekannte, die Heimärztin. Auffällig ist übrigens, dass keiner der Verstorbenen die Übertragung seines Vermögens länger als ein halbes Jahr überlebt hat. Da
Das Stiftungsmodell Vitae Gaudium ist sauber durchgerechnet und rechtlich geprüft. Dafür genießen unsere Gäste allen Luxus und müssen sich um nichts kümmern. Alles bei freier Kost und Logis. In letzter Zeit haben 5 Gäste ihres Domizils, die sich für dieses Modell entschieden haben, höchstens noch ein paar Monate gelebt. Wie erklären Sie sich das? Ein bedauernswerter Zufall. Ich meine, jeder, der nach Haus Hohenfels kommt, stirbt auch dort. Gehörte Lorenz Häuser auch zu den Stiftern? Nein. Wir brauchen trotzdem eine Auflistung aller Gäste, die ihr Vermögen ebenfalls der Stiftung vermacht haben. Die liegt beim Notar. Haben Sie die Liste nicht im Kopf? Bedauere. Die Stärken unseres Hauses sind Diskretion und Vertraulichkeit gegenüber unseren Gästen. Entschuldigung. Das ist interessant. Ich erfahre gerade, dass alle Totenscheine von Dr. Felleisen ausgestellt worden sind. Natürlich. Sie ist ja unsere Vertrauensärztin. Das ist aber ein bisschen viel Zufall, finden Sie nicht? Was wollen Sie damit andeuten? Dass ich oder Frau Dr. Felleisen Lorenz Häuser umgebracht haben? Ach, wo sind Sie Frage anbieten? Da stellen wir sie doch einfach. Haben Sie? Das ist eine unglaubliche Frechheit. Ihre Privaträume werden gerade durchsucht. Außerdem wird die erste Leiche soeben exhumiert. Bis dahin bleiben Sie unser Gast. Da die Verwesung schon arg fortgeschritten ist, würde ich dir in dem Fall den Anblick lieber ersparen. Es handelt sich um den zuletzt bestatteten Toten. Und, hast du was gefunden? Ja, wenn du jetzt erwartest, dass er auch mit Atropa-Belladonna vergiftet worden ist, muss ich dich leider enttäuschen. Sondern? Nach meinen ersten Analysen starb er an einer Überdosis Digitalis. Das ist ein sehr beliebtes Mittel, um ältere, bereits ein bisschen herzgeschwächte Menschen umzubringen. Okay, danke. Hey, und was mit den anderen Leichen? Die lass erst mal da, wo sie sind. Diese Digitalis-Ampullen haben wir in Ihrem Büro gefunden. Außerdem können wir nachweisen, dass mindestens einer Ihrer Schützlinge durch eine Überdosis Digitalis ums Leben gekommen ist. Damit habe ich nichts zu tun. Die Ampullen hat Frau Dr. Felleisen bei mir gelagert. Für Notfälle. Das ist eine Lüge. Ich würde nie rezeptpflichtige Medikamente außerhalb der Praxis aufbewahren. Sibylle Bauer behauptet das Gegenteil. Wir haben außerdem eine tödliche Digitalis-Konzentration in einer exhumierten Leiche nachgewiesen. Frau Dr. Felleisen, wenn Sie und Sibylle Bauer gemeinsame Sache gemacht haben, dann trennen sich Ihre Wege hier und jetzt. Auf Ihren Namen läuft eine Finca auf Mallorca und ein Chalet in der Schweiz. Woher haben Sie das Geld, um das zu finanzieren? Gespart? Geerbt? Suchen Sie sich was aus? Wir werden herausfinden, ob Sie das mit veruntreuten Stiftungsgeldern finanziert haben. Nachdem Sie Ihren Schützlingen erst das Vermögen und nach einer Schamfrist auch das Leben genommen haben. Wir haben Autopsiebeschlüsse für weitere 4 Leichen. Ersparen Sie uns und den Toten eine Exhumierung. Als Ärztin sollten Sie wissen, was wir finden werden. Sibylle Bauer hatte die Idee mit der Stiftung. Aber ihre Gier kannte keine Grenzen. Aber mit Lorenz Häusers Tod haben wir nichts zu tun. Ja, vielleicht haben Sie auch nur die Methode gewechselt. Nein. Den Häuser hat jemand anderes auf dem Gewissen. Warum sollte ich denn jetzt noch lügen? Ihre Freundin hat gerade 5 Morde gestanden. Und sie hat sie schwer belastet. Dazu sage ich nichts. Das müssen Sie auch gar nicht. Wir haben genug Beweise. Wer steht noch auf der Liste? Das weiß ich nicht. Aber es gibt jemand, der droht, uns auf die Schliche zu kommen. Inwiefern? Wenn er nicht seine Nase überall reingesteckt hätte, dann säße ich nicht hier und alles wäre gut. Nichts wäre gut. Sie hätten weiter gemordet und sich an den Toten bereichert. Aber Sie sprechen jetzt nicht von meinem Onkel. Was haben Sie geplant mit Dr. Hollerbach? Das ist eh zu spät. Seine Golfrunde hat längst begonnen.
Sie ist völlig übergeschnappt. Das bin ich wohl. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Was? Dein Whisky hier ist vergiftet. Wo hast du denn den Blödsinn her? Sibylle Bauer und Dr. Felleisen wollten dich umbringen. Wie vor dir schon 5 andere Gäste dieses Hauses. Ich habe immer gewusst, dass ich auf dich zählen kann. Du bist ein guter Junge. Dankeschön. Obwohl, ich hätte es sowieso gemerkt. 40 Jahre Whisky trinken, da spürt man sofort, wenn was nicht stimmt. Drin ist er. Das war Jonas, Entwarnung. Paul Hollerbach lebt. Na, immerhin. Also jetzt haben wir 5 Morde und einen Mordversuch aufgedeckt. Und bei Häuser stehen wir immer noch auf dem Schlauch. Sein Geld hat er jedenfalls nicht der Stiftung vermacht, so viel ist sicher. Also doch eine Beziehungstat. Was ist denn mit dieser Dolly Leitner? Vielleicht hat sie ja doch mehr in ihm gesehen als nur den Gentleman. Ihr Alibi ist jedenfalls sehr dürftig. Jemand sollte noch mal mit ihr reden. Ruf Jonas an, er soll auf dich warten. Ich habe übrigens mal die Vergangenheit der weiblichen Bewohner des Domizils durchleuchtet. Diese Bea Stockhaus, die hat Ende der 60er tatsächlich die erste Kommune in Köln gegründet. Echt? So eine richtige Kommune? So mit psychedelischer Musik und freier Liebe und Drogen und allem? Kennst du dich sicherlich besser aus als ich. Meinst du? Ja, weil du so alt bist. Ach so. Worauf bist du denn hinaus? Die Kommune hat damals öfter Besuch von der Polizei bekommen und die haben dort so einiges sichergestellt. Marihuana, getrocknete Pilze, Tollkirschen. Was ist denn nun hier drin? Hm? Jetzt gibt das her. Wo ist Dorle Leitner? Was wollen Sie von ihr? Sag uns einfach, wo sie ist. Sie ist auf der Anhöhe. Und bereitet eine kleine Trauerfeier für Häuser vor. Ohne uns würde sie ihre Trauerfeier gleich mit ausrichten. Sie könnten also durchaus ein bisschen freundlicher sein. Erwin! Die Matte! Wollen Sie doch selber zusammen. Jetzt habe ich Ihnen doch schon erzählt, wie ich den Herrn Häuser hier gefunden habe. Ja, aber woher wussten Sie, dass er ausgerechnet hier war? Na, er war nicht auf seinem Zimmer, dann bin ich hier hoch. Weil hier ist er ja immerhin, wegen der Rehkitze. Kitze, Kitze. Wo waren Sie denn in besagter Nacht? Hm? Ach so. Nee, da hab ich gelogen. Da war ich kuscheln. Kuscheln? Ja, mit meinem Doktor. Entschuldigung, wir sind ein Paar. Sie reden jetzt aber nicht von Dr. Hollerbach. Das ist mein Schatz. Geht's Ihnen nicht gut? Mir geht's super. Kommen Sie. Das ist alles so gut. Hallöchen. Mal, warum hast du mir eigentlich keinen Heiratsantrag? Was habt ihr mit meiner Kleinen gemacht? Wieso deine Kleine? Komm. Habt ihr Dolle eine Wahrheitsdrucke verabreicht, um eine Aussage zu erschleichen? Natürlich nicht. Das ist alles in Ordnung. Was sind denn das da für Krümel? Da. Ach so, die sind von so einem Plätzchen. Was denn für ein Plätzchen? Ja, da habe ich noch eins. Moment. Oh, die sind köstlich. Probier mal. Woher haben Sie den Keks? Na, von dem da. Halt! Nicht essen! Nicht essen! Haben Sie die Kekse gebacken? Ach, der kann doch gar nicht backen. Und wer dann? Erwin macht immer so dumme Sachen. Er muss die Kekse aus meinem Zimmer geklaut haben. Ich habe auch das Rezept gefunden. Hier, das ist eine Sponti-Zeitung aus den frühen 70ern. Stand bei Frau Stockhaus zwischen den Kochbüchern. Ich knabber die seit Woodstock. Ja, noch nie ist irgendetwas passiert. Naja, diesmal schon. Lorenz Häuser ist nicht zuletzt an ihren Knabbereien verstorben. Na, es war so, dass der Lorenz und ich zum ersten Mal zusammenkommen wollten.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass er schon selbst vorgesorgt hatte. Ich dachte, Sie sind mit Erwin Voss verlobt. Ja und? Ein fürs Heim und ein fürs Bett. Ja, das muss ich Ihnen als Mann doch nicht erklären, oder? Wie ist denn der Abend verlaufen? Ja. Ich hab dem Lorenz einen rauchigen Whisky hingestellt und ein paar von den Keksen. Ja, und dann habe ich Frank Zappa aufgelegt. Frank Zappa zum Rendezvous? Ja. Aber so richtig zusammengekommen sind sie dann nicht. Leider. Der Lorenz lag schon über mir. Der hat auf einmal so riesige Augen bekommen und ganz starren Blick. Ich frage noch, was ist denn Lorenz? Da wusste ich schon, dass es mit uns vorbei ist, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Naja, da musste ich mir natürlich schnell was einfallen lassen. Warum haben Sie ihn eigentlich angezogen und auf die Bank gesetzt? Ich bitte Sie, wie hätte das denn ausgesehen? Ein fremder Mann in meinem Bett nackt? Naja, und dann auch noch tot. Ja, immerhin bin ich verlobt. Ich muss an meine Zukunft denken. Ja. Wenn überhaupt, kriegt Bea Stockhausen Verfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Außerdem ist es überhaupt nicht sicher, ob diese Tollkirschenkekse verantwortlich sind für den Tod. Hat doch dein Onkel mal den richtigen Riecher gehabt? Er ist nicht mein Onkel. Er ist der Stiefbruder. Der Cousine deiner Mutter. Ganz genau. Und ich bin sehr froh, ihn los zu sein. Ja, bis zum nächsten Mord. So lange wirst du nicht warten müssen. Denn dein Onkel plant eine Hochzeit mit Dorle Leitner und rat mal, wen er zu seinen Trauzeugen bestimmt hat.